Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahmesession von Skyrim. Ja, wir befinden uns hier immer noch bei diesem ganz kleinen Alchemiehäuschen. Hier hatten wir das letzte Mal aufgehört, jetzt war eine kleine Pause dazwischen. Also jedenfalls für mich, für euch nicht. Und ich weiß aber noch, dass wir in der letzten Folge ein paar Meter hier links da den Drachen da von dem Drachen überfallen wurden. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich weiß es gar nicht mehr so richtig, was war denn jetzt unser Plan gewesen. Also ich glaube erstmal nach Weißlauf. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und ich würde mich hier echt mal um diesen güldengrünen Baum kümmern, was es da auf sich hat. Deswegen marschieren wir jetzt einfach hier lang. Fendal ist immer noch bei uns, ist immer noch an unserer Seite. Wir sind immer noch Aaron. Da jauen schon wieder die ersten Wölfe, die wir jetzt erstmal zack. Da schon mal die ersten Erfahrungspunkte hier sammeln können. Aber in der Regel, wo ist der andere? Ach, da, bei Fendal. So, noch einer? Oder sind es nur die zwei? Mal ein bisschen Bergblume. Es regnet leider immer noch ein wenig, aber nur ein bisschen. Ein paar Tröpfchen, die auf unser Haupt prasseln. Aber waren jetzt wirklich nur diese zwei Würfe gewesen, ne? Jedenfalls werden wir, wenn wir jetzt diesem Weg folgen, auch an Helgen vorbeikommen. Und dann schauen wir mal, was sich da in der Zeit, ob sich da was in der Zeit getan hat. Hier liegt eine Ziege. Oh, ein Ziegenbein bringt uns jetzt nicht so viel. Das bringt uns jetzt nicht so viel. Hier liegt noch eine Ziege. Waren das die Wölfe, die gerissen haben? Oder war es vielleicht sogar der Drache? Ah, es bringt uns alles nichts. Es bringt nichts für die Alchemie und es ist jetzt auch nicht so kostbar, als dass wir es jetzt mitnehmen müssten. So, hier sind wir aber auch wirklich... Wir haben mal echt Zeit für uns. So. Hier ist gar nicht Helgen rausge... Aber oh, Schneebären. Sehr gut, auch wichtig. Die werden wir nicht in jeder Region hier finden im Himmelsrand. Deswegen sollten wir jede Schneebäre mitnehmen. Aber warum war denn Helgen jetzt nicht drauf ausgezeichnet? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Na egal. Jedenfalls, wir gehen schon den richtigen Weg. Wer wandert denn da? Man ist ja doch nicht so alleine hier. Wir stecken mal ein. Wir wollen ja nicht zu aggressiv wirken. Hallo? Ich bin unterwegs nach Windhelm, um mich den Sturmmänteln anzuschließen. Ulfric hat recht. Ich sehe dein Gesicht nicht. Das Kaiserreich liegt im Chaos. Sie haben die Anbetung von Talos verboten. Okay. Na dann. Hast du aber noch einen weiten Weg vor dir und nur mit einem Schwert? Naja, wenn du meinst. Jeder Abenteurer muss selber wissen, was er macht. Wie er sich auf den Weg begibt, womit er sich ausrüstet. Wir sind, glaube ich, wenn ich mir das mal so anschaue, recht gut ausgerüstet. Und zu zweit. Von daher, können wir da gerade was aufnehmen? Ja, eine Schneebäre. Öffne das Fertigkeit... Oh! Oh! Das habe ich beim letzten Mal wohl komplett übersehen. Mensch. Das ist doch jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Machen wir ein bisschen Gesundheit. Jetzt haben wir Stufe 9. Was können wir denn hier? Blitzzauber bewirken 25% mehr Schaden. Das ist ja das, was wir aktuell machen. Das ist ja, das haben wir beides in Händen. Und Feuerschaden. Flamme mehr. Bei Feuerschaden flieht das Ziel, wenn seine Gesundheit sehr niedrig ist. Nö, soll ja bleiben. Und hier haben wir dann Auflösen. Blitzschaden löst das Ziel auf, wenn die Gesundheit sehr niedrig ist. Das klingt natürlich ein bisschen interessanter. Aber was für ein Level müssen wir dafür erreichen? Oh, erfordert Level 70. Na klar, so sehen wir aus. Wiederherstellung, was kann man da machen? Regeneration, Heilzauber heilen 50% mehr. Das ist gut. Durch das doppelte Wirken, ja, da interessiert mich die Regeneration ein bisschen mehr. Aber wir schauen mal kurz ein bisschen weiter, weil wir haben uns ja wirklich in vielen verbessert. Zweihändig, einhändig haben wir ein bisschen, aber eigentlich nicht. Schießkunst. Könnten mal Bögen bewirken 40% mehr Schaden. Das könnten wir erhöhen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Schleichen 25% schwerer zu entdecken. Schloss knacken. Ja. Ja, da geht das dann halt alles einfach flinker hin. Das kann man sich da alles mal in Ruhe durchlesen. Aber jetzt, sofern wir es halt nicht erreichen können, brauchen wir es auch nicht. Weil wir schalten das... jetzt hört doch mal auf. Welche Stufe haben wir denn? Schlossknacken? Ach, 29, da stand's doch. Sorry, wenn das gerade sehr verwirrend für euch ist, wie ich hier die ganze Zeit hin und her...
Da brauchen wir Level 50 zum Beispiel. 50, Verzeihung. Ach, egal. Nee, das lassen wir erstmal. Redekunst wäre nicht so verkehrt. Einkaufspreis, aber hier müssen wir erst erfordert Level 30. Wir müssen mehr reden, Bestechung. Das können wir ja auch, indem wir shoppen gehen. Alchemie. Von dir hergestellte Zaubertränke und Gifte sind um 20% wirkungsvoller. Ist natürlich auch ziemlich cool. Von dir hergestellte Zaubertränke, die Gesundheit, Magicka und Ausdauer wiederherstellen, sind um 25% wirkungsvoller. Erfordert Level 20. Was haben wir denn? Beschwörung. Aha, da brauchen wir noch Level 20. Beschworene Waffen bewirken größeren Schaden. Durch das doppelte Wirken eines Beschwörungszaubers hält dieser länger an. Du kannst Adronarchen oder Untot in doppelt so großer Entfernung beschwören. Wirke Beschwörungszauber der Lernungsstufe für die Hälfte der Magicka. Das ist natürlich stark, aber das können wir alles noch nicht machen. Aber 4 Level fehlt uns dafür nicht. Und dann sind wir schon wieder hier angekommen. Das ist jetzt echt gerade ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, da wir 4 Zaubertränke irgendwann mal herstellen wollen, sobald wir den Zaubertrank haben mit Heilung und so, wäre das hier vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und dann machen wir das auch. So. Lasst uns aus Spaß einfach mal, weil wir es gerade gemacht haben, rausbekommen. Wollen wir die Zutaten? Da haben wir die Zutaten. Was denn so eine Schneebeere bringt? Da, 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 da. Feuerresistenz, das ist gut. Wenn wir mal wieder auf einen Feuerdrachen treffen, dann ist das sehr hilfreich. Da sollten wir ein paar Schneebären hier echt mitnehmen. Hallo? Ist nicht verkehrt. Immer schien die Äuglein offen halten. Da haben wir jetzt noch eine Höhle. Hemas Schande entdeckt. Frage ist, wollen wir da jetzt rein? Oder lassen wir es erstmal noch? Ich würde sagen, wir lassen es erstmal noch. Wir wandern erstmal noch ein Stück weiter. Wenn ihr mal irgendwie einen Wunsch habt, ne, in welche Höhle wir reingehen sollen, dann habe ich damit jetzt auch kein Problem, wenn wir da nochmal ein bisschen zurückwandern oder so. Wenn ihr sagt, boah, da hätte man jetzt reingemusst. Und ich lese das in den Kommentaren, dann bin ich natürlich auch dazu bereit, dann hier mal zurückzuwandern. Wenn euch eine Höhle sehr interessiert. Aber für mich jetzt gerade eben würde ich gerne. Ich dachte jetzt, was kommt da angeritten? Pferd. Braucht die Hilfe. Okay, sie ist positiv. Auf wen schießt du denn? Eine Jägerin. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Wer denn? Wir folgen ihr jetzt einfach mal. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Wo seid ihr? Du meinst jetzt aber nicht uns, ne? Was meint sie jetzt? Auf der Karte, also auf der Leiste oben? Ich schätze, die Luft ist rein. Okay. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Werft einen Blick darauf. Dasselbe hat ein Fischer schon mal gesagt. Sonst, was hat sie denn? Bärenpelz, Ziegenfell, ist jetzt nichts, was uns so umhaut. Kann man irgendwas, was wir ihr geben können? Hier, ach, die hat nur 15 Gold. Was bringt uns das denn? Hier, willst du ein bisschen Fell verkaufen? Säbelzahntigerpelz. Hä? Die hat immer noch 15 Gold. Die hat immer noch 15 Gold. Und unser Gold erhöht sich nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Also um das Fell ist es mir jetzt nicht wirklich schade, muss ich sagen. Aber na egal. Bis dann. Wir sehen oben auf der Leiste diese Bärentatze. Also wäre es ja jetzt gar nicht so verkehrt, was auch immer sie gerade... Sie ist ja eine Jägerin. Vielleicht passt das ja. Aber was hat sie... Also wir sollten aufpassen. Weil ich bin mir echt nicht sicher... Da oben ist jemand... Hallo? Ihr habt vielleicht Nerven, hier wie ein kaiserlicher Soldat angezogen herumzulaufen. Oh. Tut mir leid, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich bin dem Kaiserreich treu. Nee, tut mir leid. Mir gefällt das trotzdem nicht. Aber ich werde darüber hinwegsehen. Dieses Mal. Das ist aber lieb von dir. Okay. Stimmt, ich glaube, das war dann ein Lager, genau. Ob die uns trotzdem reinlassen? Falkenringlager, der Sturmmäntel entdeckt. Oder ob wir es vielleicht lassen sollten? Hallo? Ihr
Ihr habt vielleicht Nerven, hier wie ein kaiserlicher Soldat angezogen herumzulaufen. Komm, wir antworten es nochmal. Mir gefällt das trotzdem nicht. Aber ich werde darüber hinwegsehen. Dieses Mal. Dankeschön. Beiß in dein Brot rein, lass dir schmecken und dann passt es. Ihr habt vielleicht Nerven, ja. Hier wie ein kaiserlicher Soldat angezogen herumzulaufen. Dann gebt uns halt Klamotten von mir aus. Nee, dem irgendwie. Ich bin auf keiner Seite. Aber wie gesagt, wir können es gerne mal probieren, dass wir uns jetzt hier mal fix. Wir haben doch eine mit. Eine. Warum ist denn? Ich dachte, wir hätten eine Novizenkapuze haben wir. Novizenrobe, Magika regeneriert sich. Und das ziehen wir jetzt mal an. Sehen wir so aus. Gar nicht mal so schlecht. Dadurch sind wir aber natürlich schlechter geschützt. Wir könnten, aber dann müssten wir rechtzeitig immer dran denken, dass wir die Eichenhaut einsetzen. Lass es uns jetzt einfach mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert es ja doch schon, was ich eher weniger glaube. Weil wir jetzt echt kaum... Relativ gerade ein Fuchs. Da hinten ist es schon Helgen, kann man sehen. Welchen Helm haben wir denn? Wir haben diese Stiefel, haben wir alles. Das steigert Magika um 30. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wiederherstellungszauber kosten 12% weniger Magika, aber Magika erhöhen ist schon ziemlich wichtig. Da könnten wir aber natürlich auch das hier anziehen. Weil da sieht man gar nicht mehr irgendwelche Hörner. Pelzhemde mal immer noch. Den Ring tragen wir bereits. Was haben wir denn hier noch? Wir können auch diese schwarze Rot, ist auch geil. Wir ziehen die schwarze Magierrobe an. Regeneriert sie 75% schneller. Totenbeschwörerrobe. Mensch, da haben wir sowas. Nehmen wir natürlich mit. Aber es wird wahrscheinlich dann passieren, dass man. Sieht man den Unterschied? Hier ist der Totenkopf drauf und hier nicht. Es könnte dann natürlich sein, dass die Leute ein bisschen sauer auf uns sein werden, aber. Warte mal, zum Licht hin. Ich finde, wir sehen ziemlich awesome aus. Also muss man jetzt mal festhalten. Gut. Oh. Schneebeere. Nom nom nom. Oh. Distel. Nom nom nom. Distel. Nom nom nom. Oh, Bergblume. Igitt. Noch eine Bergblume. Blaue, violette, alles. Bergblumen. Ganz viele Bergblumen. So. Steht da hinten? Ach nee, ist der Baum. Ist der Baum. Ja, mal ganz... Wir nehmen die jetzt einfach mal alles mit. Nimm, was du kriegen kannst und sowas, ne? So, da wären wir wieder. Helgen, da hat unser Abenteuer angefangen. Boah, der Fuchs ist auch da. Boah, ist gerade so schön idyllisch. Hallo. Ich hoffe, hier kommt nicht gleich wieder spontan irgendwo ein Drache lang geflogen. Oder greift uns irgendwie auf eine gewisse Art und Weise mit Feuer an. So... Willst du da auch rein? Wir könnten außen rum gehen, aber das müssen wir auch nicht. Bin da, wer noch? Hat sich hier mittlerweile jemand irgendwie eingenistet oder so? Nö, ne? Der hat echt einiges hier verwüstet, muss man jetzt mal sagen. Krass, krass, krass. Und hier waren wir an der Stelle, wo wir uns entscheiden konnten, mit wem wir mitgehen wollten. Letztendlich sind wir in den Turm gegangen. Wo wären wir denn? Ach, dann wären wir wahrscheinlich hier rein. Festung Helgen. Gucken wir doch einfach mal da rein. Da sind wir eigentlich recht schnell wieder in Helgen zurück. Das ist, glaube ich, Folge 22. Haben wir gar nicht so lange gebraucht. Aber es liegt halt nun mal auf dem Weg jetzt zwischen Horodka und Weißlauf. Gott, oh Gott. Was setzen denn hier so die Trommeln ein? Gibt es hier drin eine Gefahr oder was ist da los? Doch. Schaut nicht schlecht aus. Aber die Musik verkündet irgendwie Gefahr. Keine Ahnung. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Truhe des Wächters. Nö, nö. Schlüssel zur Festung Helgen. Nimm einfach mal mit. Was wir haben. Hammer. Gold, 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 Gold.
War da noch ein Trank? Ich dachte. Aber jetzt mal ohne Mist, ne? Wir haben noch keinen Trank, womit wir unsere Gesundheit wiederherstellen können, oder? Irre ich mich da jetzt? Na, nimm die Axt. Was ist denn jetzt auf einmal hier bei mir los? Jetzt werde ich hier wirklich noch im Real Life angegriffen von der... Was war das jetzt? Irgendein Insekt. Verrückt, ey. Dann willst du hier in Ruhe dein Let's Play machen und dann wirst du... Ah, okay. Und dann wären wir letzten Endes dann hier gelandet. Hätten wahrscheinlich... Ah, die andere Partei getroffen. Hier liegt dann noch der Gunja. Mensch, wir kennen uns jetzt schon 22 Folgen. Mittlerweile bist du ein Freund. Mittlerweile, ja. Da würde ich sofort deine Leiche plündern. Aber vom Feinsten. Jetzt können wir, jetzt kommen wir raus. Je länger du die Kräftetaste gedrückt hältst, desto kraftvoller ist dein Schrei. Verrückt. Dieser Gedanke ist mir, hatten wir auch die Drachenseele, die wir aufgenommen hatten, hatten wir die dann auch schon verarbeitet? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ist aber hier ein schönes Bild. Mit dem Buch, mit der Landkarte, der Feder. Schreie. Ja, ne, ich glaube schon. Tiere in deiner Nähe werden dich weder angreifen noch sonst irgendwas machen. Das ist aktuell... Ah, stimmt, das ist aktuell ausgerüstet. Okay. So, wo ist jetzt der Hauptausgang? Da kommen wir jetzt nicht raus. Nee. Ich will da hoch. Lass mich da hoch. Zack, los. Na los. So. Die innere Mauer, wa? Der innere Ring, besser gesagt. So, da haben wir den Ausgang wieder. Fender findet schon einen Weg, da mach ich mir keine Sorgen. Okidoki. So. Da sind wir jetzt wieder raus. Aber auf der Seite. Geflohen sind wir nach da, glaube ich, ne? Könnten natürlich auch nach Falkenring, aber das ist, wie gesagt, jetzt gerade nicht mein Ziel. Ich möchte nach Weißlauf. Und wir sollten uns schon ein bisschen Richtung Hauptstory wenden, so ein bisschen wenigstens in die Richtung rennen. Aber wir müssen das ja nicht direkt machen. Viele Wege führen nach Rom. Und nicht immer der kürzeste ist der beste. Warum? Was ist jetzt hier los? Warum? Da hat es kurz Probleme gehabt, das Game. So, was haben wir hier? Noch mehr Bergblumen. Aber jetzt müssen wir langsam mal da lang. Weil dann kommen wir, glaube ich, auch in die Richtung, wo wir hinwollen. Fendal, wo bleibst du denn? Tja. Wenn du halt nicht über die Mauer springst, dann musst du halt außen rumlaufen. Ist so. Ah, da hinten. Den Ödstrohr-Zügelgrab haben wir da. Man könnte jetzt in Erinnerung schwelgen, aber so lang ist das doch gar nicht her. 22 Folgen. Also das da hinten, da war mal Folge 5, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. So, hier haben wir ein paar Pilze, das ist gut. Ja. Hier noch? Na super, ein Baum. Ringsrum wachsen Pilze, aber wir dürfen nur einmal aufnehmen. Ist ja auch ein bisschen sinnlos. Distel. Distel haben wir immer. Da habe ich doch schon wieder einen Fuchs gehört. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Gib sie wieder her. Gib sie wieder her. Es ist einfach zu ruhig gerade. Sehr verwunderlich. Oh, wir könnten... Oh, wisst ihr, was wir machen können? Wir können mal in diese Mine da kurz reinschauen. Jetzt sind wir doch, glaube ich, recht gut ausgerüstet. Oh, lass da mal jetzt reinschauen. Was haben wir? Glutsplittermine. Schauen wir mal. Mal gucken, was uns da erwartet.
Darauf habe ich jetzt... Das interessiert mich jetzt. Mal gucken, ob jetzt Fendal aus magischen Gründen, wie aus Zauberhand, jetzt auf einmal hinter uns steht. Oder vielleicht sogar vor uns. Oh, es zieht. Grüße. Freunde, es zieht. So, jetzt nehmen wir die Funken wieder. Das gefällt mir nicht. Dir gefällt es irgendwie nie, wenn wir in eine Höhle gehen, oder? Guck dir mal das Schwert an, was du da in der Hand hältst. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ist da eine Falle? Stolpertrag. Das ist fies. Das finde ich jetzt nicht nett. Aber da kommt man zu Besuch und was ist? Das ist. Also beim besten Willen. So geht das nicht, Freunde. Keine Angst, dass hier jemand reinkommt? Okay, also wir haben es hier mit Menschen zu tun. Eingang ist ja nicht gerade versteckt. Schon wieder diese Frage. Ich habe euch doch gesagt, dass wir jemanden haben, der da draußen Wache schiebt. Außerdem gibt es da noch unsere Felsenfalle. Hört auf, euch Sorgen zu machen und ruht euch aus. Bald kommt eure Schicht und ich will nicht, dass ihr wieder einschlagt wie beim letzten Mal. Was war das? Na, das war ein super Schuss. Was mache ich? Wieso? So, und... Wieso sind denn die Pfeile hier vorne gelandet? Das soll man mir jetzt mal erklären, bitteschön. Ein Bandit, Dietrich Gold. Okay, wir heben anscheinend jetzt mal wieder ein Banditennest aus. So, ich hoffe, wir sind schon bereit dafür. Oh, Wulstling. Was habt ihr euch Leckeres? Super, Topf ist leer. Und der hier auch leer. Na geil. Na, Hauptsache, ja, Paro Wulstlinge. Haben wir hier noch jemanden? Geldbeutel. Wie viel hat man da drin? 6. Zerfleddertes Tagebuch. Wie gesagt, für alle, die es lesen, die lassen... Ach ne, das können wir mal kurz lesen. Die lassen mich jetzt schon seit Tagen hier unten schuften. Aber die Zeit ist es nicht, die mir zu schaffen macht. Es sind diese Tunnel. Ich habe ihnen schon so oft gesagt, dass sie die einsturzgefährdeten Tunnelabschnitte mit ein paar zusätzlichen Stützen absichern sollten. Wenn wir doch nur mehr von diesen Holzbalken hätten, die wir mit Bronzefassungen verstärkt haben. Also ehrlich, wenn ich noch ein einziges Mal höre, wie sich die Erde über meinem Kopf rührt, kriege ich solche Angstzustände, dass ich vielleicht sogar endgültig mit dem Trinken aufhöre. Ich meine, was ist ein Nord schon ohne seinen Met? Tod, würde ich mal sagen. Das war bestimmt der gute Herr hier, der ein bisschen kopflos dann durch die Gegend gelaufen ist. Wenn er überhaupt noch gelaufen ist. Da ist man sich nicht so sicher, da streiten sich die Geister. So, immer schön schleichen, damit wir den Überraschungsmoment auf unserer Seite haben. Hallo? Jemand da? Nö. Wein, Holzschale, Stuhl. Hebel. Schwupp. Wieso ist diese Brücke runter? Ich dachte, wir hätten draußen eine Wache postiert. Was war das? Wow! Der ist aber ein kleiner Flitzer, ist er. So, und jetzt machen wir das nämlich mit der Eichenhaut. Dass wir die wirken. Okay, das hat gut funktioniert. Aber jetzt hatten wir es ja auch nur mit einem Gegner zu tun. Und da ist verständlich, dass es recht gut funktioniert hat. Und dann hatten wir doch jetzt noch... Die haben wir schon. Wir hatten doch jetzt noch einen Schuss. Ist der runtergefallen? Wo ist denn der hin? Keine Ahnung. Gut, gut, meine lieben Freunde. Wir haben hier leider erstmal wieder... ein Folgenende erreicht. Was uns da drinnen erwartet, werden wir sehen. In dieser Folge haben wir noch mal ein bisschen wandern. Haben wir mal wieder Helgenbesuch nach lang. Und jetzt haben wir hier dieses Banditenversteck entdeckt.
Was für Geheimnisse diese Höhle, dieses Versteck noch für uns bereithält, werden wir sehen. Das aber in der nächsten Folge. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.